mit welchem Game fangen wir an? Ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach auf Play und wir lassen uns überraschen, oder? Ich freue mich ja übelst auf dieses Horror-Game jetzt, wenn ich hier schon wieder so ein Ouija-Brett sehe. Okay, wir gehen rein, oder? Ich sitze irgendwie ein bisschen unbequem. New Game. Oh Gott, as a final year psychological student, you made the decision to start seeking your first professional job. Alles klar. Und ich gehe erstmal Geister jagen. Job during the summer break. Coming across a job at with the title. I'm having trouble communicating with my daughter. She hasn't been here safe lately, as she lives quite far from any major cities. I'd like to invite someone to spend the summertime with us and help us understand each other better. You embrace the challenge. After a lengthy journey, you finally arrive at your destination. Also, ich bin ein Psychologiestudent und ich denke mir so, ja, ich suche mir jetzt mal für den Sommer einen richtigen guten Job. Gehe so zu einer Jobanzeige, da ist ein Typ, der irgendwie, ja, mit seiner Tochter wieder in Kontakt ein bisschen verbessern will. Und wir starten wieder in einem Auto. Oh, Horror-Games, die in einem Auto starten, Chat, die sind eigentlich immer ganz gut. Ey, da stand ein Gartenzwerg. So, mein Headset ist wieder auf ultra laut hier. Super. Ey, da ist ein Hund auf der Terrasse. Wie man in Horror-Games immer mit seiner alten Karre auf irgendeinem verlassenen Grundstück ankommt, oder? Hier gibt es auch Gartenzwerge. Hallo. Aber schäbig hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das laut. Wer macht denn hier? Hey, Doggo. Ist eine Katze. So, eine große Katze. Geht die? Gibt's ja auch Leid? Nö. Wo sind wir denn hier? Ist das ein Hund? Das ist auch eine Katze, hä? Wie mir die Katze... Irgendwas sagen, ist aber auch alles komisch hier, oder? Das ist jetzt mein erster richtiger Job, ja? Super. Mein erster richtiger Job als Psychologiestudent. In dem Garten hier steht auch alles rum. Das war ja der Todeslag gerade jetzt schon wieder, Game. Hallo? Was denn hier passiert? Bin ich hier beim Trödeltrupp oder was im Garten? Ja, das ist dieselbe Katze, ne? Ja, wir trinken erstmal einen Schluck. Todeslags gehabt schon wieder. Hm. Die Katze freest den Bildschirm. Ach, die hat mir hier auch schnell die Tür aufgemacht. Super. Hallo, ist jemand zu Hause? Nee, warte mal, ich glaube, ich muss rein. Ich bin mal so nett, mache wieder die Tür zu. Hallo? Küche ist ja schon mal süß. So ein bisschen Landhausstil, hm? Riesen Waschbecken. Finde ich süß. Oh, hier, ich krieg sogar einen Müsli-Riegel. Highway. Und einen Zettel hingelegt. Ach, hier lebt wohl wirklich jemand. Hi! Dankeschön, dass du diese Rolle annimmst und meiner Tochter assistierst. Mia. Ich werde bald wieder da sein. Please feel at ease and take time to acquaint yourself with Mia. P.S. In einer der Schubläden in your upstairs bedroom you find a document that requires your signature. Achso, oben in so einem Schrank im Schlafzimmer findest du ein Dokument, was du unterschreiben musst. Es ist eine Formalität, die notwendig ist for securing a partial refund to cover therapy expenses. Kindly sign it if you will. Alles klar. Ich muss es unterschreiben, quasi damit die ihr Geld wiederbekommt, von so versicherungsmäßig oder wie? Mhm. Hä? Oh, hier, wir können sogar die Milch uns begutachten. Ich habe heute wirklich einen Sprachfehler, Chat, es tut mir sehr leid. Ach, ich sauf das einfach, das ist voll unfreundlich, was ich hier mache. Yo, Vampire. Das war jetzt ein bisschen unhöflich von mir, oder? Ich gehe einfach in ihren Kühlschrank und sauf hier einfach irgendwas. Oh, hier ist so ein... Warte mal. Können wir den etwa bewegen? Aha. Und dann erstmal hier umräumen. Kühlschrank leeren, umräumen. Hidden Secret. What is behind? Alles klar.
Ich gehe doch jetzt nicht in den Keller direkt. Ich würde gerne erstmal Licht anmachen. Und hier alle Türen zumachen. Oh Gott. Ja, ich sauf einfach die Milch hier, Vampire. Geht das ja auch an? Ja, okay, komm, wir gehen in den Keller. Wenn ich es schon mal gefunden habe. Wie gruselig kann es sein am Anfang? Ach so. Ja, gut. Ganz normales Haus, oder? Eintrag 43, 4. Dezember 1984. Mein Mann ist weg. Er hat sich selbst geopfert. Mein geliebter Jacket. Cool, ich dachte, wir bestimmt später so ein Ritual durchführen. Eintrag 29, 12. April 1984. Mia ist nicht mehr komplett menschlich. Schön, ihr Körper sieht so aus, als wurde er verbrannt. Sie sagt, es tut jeden Tag weh, aber sie lebt. Schön. Super. Ey, da freue ich mich doch jetzt schon drauf. Und ich bin hier wegen der Mia. Ja, ich bin hier wegen der Mia. Na gut, ich gehe jetzt hier mal hoch, ne? Mia, bist du hier? Hey, die Katze ist schon wieder da. Cats are cats. Große Katze, oder? Hallo? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Klobus so zerknautschen kann. Ah, super. Special Edition. Ach ja, schön. Von irgendwelchen Hexenbüchern. Cool. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, zu der Mia zu gehen. Eintrag 11. 29. Mai 1983. Jemand war draußen. Sie erscheinen einfach draußen am Fenster. Aber jedes Mal, wenn wir mit Jack rausgehen, können wir niemanden finden. Oh, das ist ein bisschen gruselig. Warte mal, ich muss ja aber ins Bedroom rein, aber ich komme hier gar nicht rein. Soll ich jetzt hier auch mal rausschauen? Gibt es hier vielleicht noch ein anderes oben? Weil hier ist ja alles abgeschlossen. Vielleicht. Ah, ach so. Ach, hier gibt es mehrere Etagen. Vierter Eintrag, 7. Mai 1983. Flüstern kommt aus den Wäldern. We tried with Jacket to find their source, but without success. Okay. Mit Jacket hat sie auch versucht, die Quelle da herauszufinden von dem Flüstern, aber ohne Erfolg. Okay, hier muss ich anscheinend rein und dieses Ding unterschreiben. Das ist aber auch ein gruseliges Schlafzimmer. Das ist ja super dunkel. Gibt es hier überhaupt Fenster? Ja. Warum gehen die Lampen in Horror-Games immer nur so zur Hälfte? Hier ist die Lampe, aber die kann nicht den ganzen Raum erstrahlen. Was ist das denn? Machen wir die noch an hier. Was ist das hier? Okay. Also. As the undersigned, I affirm my willingness to aid Mia. Her challenges pose no difficulty to me. I am equipped to manage them and assume responsibility. In return for the service, I am to receive compensation. Also, dass ich quasi auf die aufpasse und dass ich das kann und dass ich das passende Equipment dazu habe, auf die aufzupassen, ja? Super. Jetzt steht die bestimmt hinter mir. Okay. Och Mensch, Mia. Danke. Immer die Mias in Horror-Games, ha? Huh? Okay, ab jetzt scheiße ich mir halt ein bisschen ein, weil ich habe Mia noch nicht gefunden. Oh, guck mal, Kratzbaum. Was haben wir hier noch? Ein Bild von Mia? Oh Gott, ich stürme so rein in die Dinger hier, ne? In die Räume. Altes, dreckiges Schmutzwasser hier. Können wir es rauslassen? Ja, bitte? Oh, cool. Ey, super. Schöne Hexensymbole hier. Ist das hier das Katzenklo? Muss da nicht eigentlich noch Streu rein?
Ich meine, ich habe keine Katze, aber ich glaube, da muss Streu rein. So. Das wird bestimmt für hier oben sein, oder? Okay, das passt nicht. Habe ich vielleicht ein Inventory? Nee, auch nicht. Für was könnte dieser Schlüssel sein, Chat? Für diese... Das hier? Oh, guck mal. Und das ist noch ein Schlüssel drinne. Och, nee. Ach, also ich habe jetzt echt schönere Sachen erhofft von dieser Puppe, von dieser Truhe als eine Puppe. Toll. Jo, die Katze, ist die Katze noch da? Die Katze ist auch weg. Das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Mia? Wie weit ist sie? Oh Gott. Ist ganz schön kalt heute. Ich sollte mal lieber den Kamin anschmeißen. Ah! Das war ich nicht. Okay, ich denke, das wird auch Mia sein, ne? Das kleine Kind hier. Manchmal leckt es hier ein bisschen, das Game. Was ist denn da los? Hm? Hey, Kitty. Oh mein Gott, hat das auch gehört? Wie bitte? Oh, hier flüstert jemand. Hey, Kitty. Hey, guck mal, Kitty. Das hier ist ein Spielzeug. Kannst du ein bisschen mitspielen? Da flüstert jemand. Das geht gar nicht schon wieder. Hier hat doch jemand was hingeschrieben. Ups, kann ich mich hier hinhocken? Die Katze ist strange. Ich finde es aber gut, dass die da ist, weil ich habe ein bisschen Angst vor diesem Kind. Erster Eintrag. Mia hat sich gut benommen. Achso, hat sich letzter Zeit komisch benommen. Sie schließt sich selber in ihrem Raum ein. Sie spricht nicht und sie isst nicht. Pubertät halt, ne? Ich kann die Katze jetzt auch nicht mehr anfassen. Schnurrt auch ganz schön. Wo kriege ich denn hier Holz her? Wir brauchen Holz für den Kamin. Bitte sag mir, ich muss dafür wieder rausgehen. Also das sieht halt auch so aus, als steht hier jemand, oder? Steht hier jemand, Chat? Der Schatten redet doch mit mir. Oh Gott, ich scheiße mir die Hose. Gerade schon noch ein bisschen gruselig, oder? Wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Oh mein Gott! Alter, geh doch nicht immer so nah an diese Tür. Gibt es hier draußen Holz? Oh, stopp, 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 stopp. Ich finde es auch gerade noch gruselig. Ich glaube, bis wir diese Mia gesehen haben, ist es gruselig. Danach wird es gehen. Danach werden wir uns denken... Oh, sieht die doof aus. Take. 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 Find a lighter to light the fireplace. Okay. Oh Gott. Ich habe nicht mal eine Taschenlampe. Also hier drin ist die Musik wenigstens schön. Ich trinke mal noch ein bisschen Milch, ja? Die Milch und den Riegel. So. Nom nom nom. Okay, wenn ich jetzt schon wieder ein Leiter wäre, ein Feuerzeug, wo würde ich mich dann verstecken? Hier ist eine Schere. Oh, hier ist ein Zettel. Dritter Eintrag, Mai 1983. Recently we've learned a lot what happened in this area in the Middle Ages. We believe that it's somehow connected to what's happening to Mia. We're still doing more research. Middle Ages, also die haben hier so ein bisschen gelernt, was hier so im Mittelalter passiert ist, denke ich mal, oder Middle Age. Und dass es irgendwie mit der Mia connected sein soll. Oh mein Gott.
mein Gott, die Sounds sind wirklich furchtbar. Habe ich die Tür hier aufgemacht? Vielleicht. Ah, guck mal, hier ist ein Leiter. Gefunden. Jetzt können wir hier den Dings anmachen. Ja. Schön hier rein. Ich habe gar keinen Bock, mich jetzt umzudrehen. Aber okay. Fallen mir auch überall diese Hexendinger. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe halt... Nee, hör mal auf damit. Ich habe halt wirklich ein bisschen Angst noch. Soll ich noch so ein bisschen Musik anmachen? Geht auch nicht. Hallo? Aha. Was ist das hier? Guck mal. XXX1. Auf dem Buch stand XXX9. Naja, ich guck noch mal, was hier so im Kühlschrank abgeht, ne? Als wäre da jetzt irgendwas Neues drin gespawnt. Hallo? Als wäre irgendwas Neues drin gespawnt, mache ich jetzt einfach mal die Milch leer. Mir doch egal. Naja, die wird jetzt hier weggefetzt. Wie viele Liter sind das? Bestimmt jeweils so ein Liter? So. Können wir noch was nehmen? Ne, das war's. Hat sich gerade jetzt der Schaukelstuhl bewegt? Ich denke, ich muss wieder hochgehen, oder? Und dann geht der Krusel los. Ach, toll. Mia. Was denn? Strange sieht so aus, als wäre da jemand an meinem Auto. Oh, nee. Strange. Und da würde ich jetzt auch... Da, ja, wer geht da jetzt gucken in der Situation? Da gehe ich doch nicht raus. Da gucke ich doch am Fenster und entweder ich rufe die Polizei oder ich gehe halt einfach wieder ins Nest. Vor allem gehe ich da jetzt unbewaffnet hin. Jemand sitzt in meinem Auto. Jemand fährt weg. Ah ja, nice. Cool. Ja gut, da ist jetzt jemand mit dem Auto halt einfach weggefahren, ne? Oh Gott. Ah! Boah, Alter, nee, Lars. No. Oh, der hat mich gekriegt. Der hat mich richtig gekriegt jetzt. Alter Schwede. Weil ich dachte jetzt, da kommt mir jemand von der Veranda entgegen, wisst ihr? Ach Gott. Wer oder was sind wir? Wir sind ein Psychologiestudent und das hier ist mein Sommerjob. Mein Job im Sommer. Hey, Katze? Oh, Big Stretchies. Oh, Big Stretchy. Das war wirklich ein gutes Timing. Cool, wie wär's, wenn wir jetzt mal die Polizei anrufen? Ich meine, da ist gerade jemand mit meinem Auto weggefahren. Oh, 4? Das ist ein Code, oder? Wir haben bis jetzt 149. Ich glaube, dass diese Position auch wichtig ist, wo das so steht. Warum steht ja ein Elch vor meiner Tür? Gut, ich meine, wir sind mitten im Wald, aber da steht einfach ein Elch. Herr Elch, was geht? Ist jetzt... Ah! Oh Gott, andere Seite. Diese Dosen hier auf dem Boden sind auch todeslaut. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so smart ist, rauszugehen, wenn hier ein Elch ist. Einfach mal gucken gehen. Irgendwie ist der jetzt auch weg, oder? Der ist ja noch weg. Hm. Nee, das Haus ist gruselig. Das habe ich nicht zugeschlossen.
Der Wald ist gruselig, das Haus ist gruselig. Ich hasse alles bis jetzt an diesem Game. Ich mache jetzt hier zu. Ich habe auch immer noch nicht das Kind gesehen, auf das ich ja eigentlich aufpassen soll, ne? Hey, jetzt steht er eigentlich ja draußen. Ah ja. Ja gut, war das vielleicht die Mia? Und jetzt? Jo, Elch, hilf mir mal! Ich bin hier halt, ne? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich geh... Was war das? Das klang so, als ist hier gerade eine Tür aufgegangen. Katze? Och nee, wenn ich jetzt hier aufmache, dann... Ja, komm. Yo, Katze? Sind wir hier im selben Team oder willst du mich opfern? Wo ist die Katze hin? Boah, ist das die Mia jetzt oder was ist mit der? Oh Gott, jetzt hör doch mal auf mit dem Kack hier, wirklich. Hämmert die hier gegen meine Scheibe draußen und der Elch ist halt immer noch da. Der geht halt nicht, der hat aber auch todesrote Augen. Jo! Noch ein Elch! Boah, das ist so gruselig. Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass es so aussieht, als steht hier jemand. Guckt mal. Einfach schon wieder. Das ist einfach creepy. Aber da ist schon wieder ein Elch, hä? Was machen die denn alle hier? Soll ich mal hochgehen? Ja, guck mal, die Katze lotst mich. Die Katze will jetzt, geh hoch, opfer dich. Dann schluck die noch. Hä? Hä? Okay, soll ich... Nee, hör mal auf. Mia? Ah! Ach so, deswegen der Elch. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Liste ist fertig. Du müsstest bei einer deiner Mailadressen eine Nachricht haben, dass du Zugriff von mir bekommen hast. Oh, Ragnar, vielen, vielen Dank, dass du uns einfach... Wie viele Games waren das? 370? Dass du uns das aufgeschrieben hast. Vielen, vielen Dank für die Liste. Ich check nachher meine E-Mails. Vielen, vielen, vielen Dank. Ragnar hat uns eine Liste erstellt von allen Games, die ich gespielt habe, seitdem ich auf Twitch streame. Damit ihr im Discord eine Liste habt. Ey, ich hätte gar keinen Bock, die durchzuschauen. Aber vielen, vielen Dank. So, was ist jetzt hier mit diesem Bettlaken schon wieder? Also bis jetzt ist gut gemacht, das Game. Ich scheiße mir schon ein bisschen ein, ne? Mia? Oh Gott. Mia? Oh, jetzt hat die mich ja eingesperrt. Das ist nicht Mia. Hallo, mein Name ist Mia. Och... Although my mom calls me Cursed Mia. Auch wenn mich meine Mutter Cursed Mia nennt, seitdem es passiert ist. Ich bin froh, dass du das Auto losgeworden bist und beschlossen hast, bei mir zu bleiben. Ich bin so froh, dass du hier bist. PS, das ist nicht meine Katze. Sogar alphabetisch sortiert. Ich schreibe dir eben bei Insta, welcher E-Mail-Adresse ich den Zugriff geben habe. Dankeschön, Ragnar. Vielen, vielen, vielen Dank für die Liste, sogar alphabetisch sortiert. Das ist so krass. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Liste. Das ist so krass. Also, diese Nachricht hier schon wieder, das ist nicht ihre Katze, sagt sie. Schön, Mia. Wo sind dein Bettzeug? Und was ist mit dieser Katze? Jetzt kommt hier ein Jumpscare. Oh, wartet mal. 5. Wir müssen uns das mal aufschreiben. Wir hatten jetzt schon ein paar Zahlen. Wir müssen aber nochmal gucken, in welcher Reihenfolge die bei diesem X immer sind.
XX5XX. Hätte ich X54. Ach, du hast gleich mitgeschrieben, Holla. 4519. Geilo, danke schön fürs Mitschreiben. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich hätte es vielleicht mal eher aufschreiben sollen. Okay, also fehlt uns noch eine Zahl. Mia? Stimmt, hinten lag das Buch mit der 4, ne? 9 hinten. Nice. Mia? Das ist ein blödes Kind. Das ist einfach ein ganz böses, blödes Kind. Jetzt macht ihr hier jedes Licht aus. Dann mache ich es halt wieder an. Och, Manu. Das ist wirklich spooky bisher. Ja, bitte? Mia? Ich mach mir hier noch Licht an, nicht sauer werden, bitte. Stopp! Stopp, 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 stopp. Boah, ich glaube, was Horrorgames wirklich so gruselig macht, sind mehr die Sounds, oder? Anstatt dieses angesprungen werden. Einfach eine gruselige Atmosphäre ist viel schlimmer als dann der Jumpscare, der kommt. Oh, Mia. Ich würde jetzt gerne mal Licht anmachen. Ah, guck mal, hier ist die 1. Stimmt. Oh, nice. Okay, wir brauchen noch eine Zahl. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir diesen Coach. Das macht mich wahnsinnig. Wo soll ich jetzt aber hingehen? Habe ich gerade eine Quest? Nee, ne? Mia? Guck mal, die hat hier so Sachen an die Wand gemalt. Oh, das lag vorher noch nicht da, oder? Dresser? Einfach Dresser, kann es aber auch nicht drehen. Soll ich das finden? Diesen Dresser? Eine Schublade in der Mitte und eine rechts, eine links. Nee, stopp jetzt mal hier mit den Geräuschen. Reicht jetzt. Ich renne jetzt hier durch wie ein Profi. Dresser. Ich suche einen Dresser. Ich gehe nochmal hoch. Oh, meine Fresse, Mia. Ist schon Bettzeit eigentlich. Okay, hier ist es nicht. Oh, hier ist das gruselige Laken schon wieder. Dankeschön. Dankeschön, Ragnar. Oh Mann, dieses kacke Laken überall. Okay, also ich finde jetzt hier nichts, was hier so zwei Schubladen rechts und links hat. Oh, warte mal, hier ist noch was. Wer steht denn jetzt hinter mir, Chat? Armchair. Armchair, Dresser, hier steht jemand neben mir. Hinter mir. Das ist halt wirklich creepy, oder? Ha! Hab Licht angemacht. Okay, Schatten... Oh mein Gott, Schatten bleibt natürlich. Kein Bock mehr. Ich glaube, das hier hat auch was zu sagen. Oder dass ich die Sachen in dem Haus vielleicht finden muss? Der schreckt mich jetzt nicht. Bitte, bitte, bitte. Wir gucken einfach am Boden, dann sehen wir nichts. Okay. Gedodged. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Armchair. Vielleicht ist es auch nicht in diesem Haus. Vielleicht ist es auch draußen im Trödeltrupp-Garten. Kann ich nochmal hier rausgehen? Nee, wir können auch gerade nicht raus. Vielleicht hier? Okay.
Irgendjemand hat alle Türen abgeschlossen. Es ist halt wirklich gruselig bis jetzt. Der Trick ist aber auch, so ein Lager im Kopf zu werfen, damit du einer von ihnen bist. Ja, wieso machen wir das nicht? Was ist los, Erich? Oh, meinte ich, ich muss in den Keller? Nee, ne? Ich muss auf jeden Fall noch irgendwas finden, wo... wir brauchen die erste Zahl hier von irgendwas. Ah, Armchair. Ich musste die Nachricht verstecken. So dass die alte Frau aus dem Wald sie nicht finden würde. Sei vorsichtig mit ihr. Sie ist der Grund, warum alle diese schlimmen Sachen hier passieren. Mama sagt, es ist wegen dieser Hexe, dass ich bin, was ich bin. Und wegen ihr ist Papa weg. Okay, also müssen wir doch... Ich guck mal, hier ist der Armchair. War richtig gut versteckt, oder? Hier ist der Armchair. Sieht nicht so aus wie auf dem Bild, aber dann wird hier irgendwo noch diese Kommode sein, die wir brauchen. In irgendeiner Kommode ist noch eine Notiz drin. Ah, oh, wat? Da stand irgendwas, was passiert mit meiner Tochter, mit ihrer Haut von meiner Tochter. Sie verändert. Ich denke, ich sollte nachher schauen. Das ist mir doch jetzt egal. Na gut, anscheinend nicht, ne? Mia! Steht wirklich so ein Elch. Hallo! Wieso steht hier... Kommode war, wo die Sesselkarte war. Ehrlich? Soll ich mal hochgehen? Dieses Flüstern ist so eklig. So, wo war aber die... Hier. Hier war dieses Sesseldings. Hier war die Sesselkarte. Wieso steht denn die jetzt auf einmal hier drinne? Failed. Und wer bastelt diese Dinger hier so schnell? Na gut, ich gehe jetzt erstmal nach Mia schauen, ne? Jo, ich? Danke, Mann. Warum? Hä? Warte mal, ich komme ja an dem nicht vorbei. Da komme ich an dem ja bestimmt auch nicht vorbei, oder? Der wird ja nicht weggehen hier von meiner Veranda. Jo, ich? Der hier geht halt auch nicht. Ich komme an dem hier nicht vorbei. Hä? Andere Seite? Nee, geht da gar nicht. Oh, hier ist Duck. Ich hätte auch irgendwie super gerne meine Taschenlampe. Ich habe doch ein Feuerzeug. Ich kann das Feuerzeug aber nicht benutzen. Es ist schon sehr dunkel, das Game. Hinhocken kann ich mich auch nicht. Ach, die sollen den Weg versperren, wo ich nicht hin soll. Irgendjemand frisst hier was. Irgendjemand schmatzt hier vor sich hin. War das hier gerade schon? Okay. Jetzt ist hier der Elch weg. The Dark Forest. Jetzt sind alle weg. Ist ja verrückt. Ich sollte einfach nur kurz zum Jumpscare Farm gehen. Mia? Okay, wir gehen wieder nicht dahin. Dann gehen wir jetzt in den dunklen Wald, so wie es aussieht.
Wieso ist es hier so SOS? Hallo? Soll ich irgendwie gehen? Soll ich mich vor der alten Heiden da Haus? Ja, super. I need to lock the main and garden doors quickly. Ah, juhu. Auf Russisch beleidigen. So, und jetzt? Wo verstecke ich mich hier? Oh, ey. Oh, ich habe irgendwie gerade den Jumpscare verpasst. Sorry. Cool. Wenn wir da jetzt einfach mal schön reinstechen. Also die Hexe sieht nicht creepy aus. Wäre das die ganze Zeit nur so ein Laken gewesen, wäre es gruseliger, oder? Jetzt, wo man die Hexe gesehen hat, ist sie nicht mehr gruselig. Außer die jumpscared mich jetzt noch in einem guten Augenblick. Oh, schön, hier geht einfach kein Licht. Super. Ah. Unters Bett. Kommt die jetzt, oder was? Ja, gut, ich meine, die war jetzt eh schon hier drin, ne? Ich muss hier was finden, oder? Das Licht flackert hier drin so. In meiner Wohnung möchte ich nicht haben. Same. Soll ich raus? Ah, guck mal, ich kann auch raus. Gott, ich scheiße mir schon ein bisschen ein hier. Das Bad ist auch übelst dunkel auf einmal. Okay, jetzt gehe ich mal hoch. Ich habe immer noch die letzte Zahl gefunden. Ich hoffe, ich finde das noch, bevor das Game vorbei... Oh Gott. Bevor das Game vorbei ist. Sonst wäre ich sehr traurig. Das wäre doch das Kinderzimmer, oder? Mia? Jetzt ist viel zu ruhig. Und die Tür kommen wir auch immer noch nicht rein. Chat, es ist viel zu ruhig gerade. Nicht gut. Ah. Okay. Super, hier ist auch jedes Licht aus. Geist. Liebe Hexe. Wo bist du? Ach so. Ach so. Ah ja. Können wir es anmachen? Ja, mach es an! Yay! Das Game heißt Befriended Curse. Boah, nee! Jetzt ist ja... Oh mein Gott. Ja, natürlich. Aber schön, dass jetzt mal der Leiter zum Einsatz kommt, ne? Was ist das hier? Okay, hier sind noch Kerzen. Nee, jetzt hör mal bitte auf damit. Hier wird auch gleich ein Jumpscare kommen, ich sag's euch. Nach so einer Kerze, nach irgendeiner Kerze kommt ein Jumpscare am Fenster oder so. Ach, cool. Ah, warte mal. Cool, hier, also im Mittelalter wurden viele unschuldige Individuals verbrannt. Schön. Wissen wir ja. However, legend has it is, okay, a young woman began screaming in an unknown language and casting curses while being burned. Suddenly everyone gathered around, started hearing terrifying whispers. The woman partially burned emerged from the blazing pyre
and everyone fled. According to the legend, in the following weeks, the residents were afflicted by a strange epidemic. They began to go insane and their skin turned ashen as if they have been burned. Not much else is known because the Inquisition deemed eyewitnesses of the event who claimed that the witch had cursed them as heretics and sentenced them accordingly. Ah, schön. Dann wird es ja die Frau sein, die hier rumgeschrien hat, als sie verbrannt wurde. You better understand the history of burning witches in the Middle Age, okay? Fuck, es ist so gruselig hier. Naja gut, alles lohnt mich ja jetzt hier in den Keller, ne? Schön, dass hier unten Licht an ist. Ich habe jetzt aber auch immer noch nicht die letzte Zahl gefunden, Chat. Gibt's hier einen Stromkasten vielleicht? Ah! Ah! Oh, mir fehlt noch eine Püppi. Muss noch eine Püppi finden. Okay, dann wissen wir schon mal, wofür die Särge da unten sind. Habe ich irgendwie noch Kerzen übersehen hier? Halt auch so dunkel, ne? Es ist wirklich... Ich sehe aber auch gerade keine Kerze mehr. Hier kann ich nicht hoch. Weiter? Vielleicht muss ich mal hoch. Vielleicht geht's oben irgendwie weiter. Obwohl ich ja hier gar nicht sehe, wo hier was ist gerade. Ach hier. Hier geht's halt hoch. Ah doch, hier müssen die Kerzen anmachen. Boah, mach's doch bitte noch ein Stück dunkler hier, das Game. Furchtbar. Oh. Okay. So, dann hier. Wieso klingt das so, als hängt hier jemand am Strick? Oh, was ist das? Ah, guck mal, 4. Wir haben den Code-Chat. Also. Aber warte mal, 44519? Ist das der Code? Das ist es? Zweimal eine 4 hintereinander. Okay. 45519. Holla, vielen Dank fürs Mitschreiben. Aha, aber wo setze ich den jetzt ein? Ach du Scheiße. Get out. Ah, wir haben die nächste Puppe. Ich möchte aber noch wissen, vielleicht ist für unten der Coach. Für den Keller. Hier ist so eine Kurbel. Okay, also wir könnten jetzt in den Keller und dieses Ritual machen. Ich weiß aber nicht, was wir dafür brauchen. 62. Eintrag. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Der Fluch kann nicht aufgehoben werden. My Mia only sometimes remembers who she really is. Doch, wir machen das jetzt mit dem... Ich habe 3 Voodoo-Puppen gefunden. Ich finde es auch geil. Die Atmosphäre ist mit dem Zusammenspiel den Sounds wirklich gut bisher. Also die Witch sieht es natürlich nicht so gruselig aus, aber die Jumpscares nerven jetzt nicht oder so. Das ist ein gutes Game. Ich hoffe, wir verbrennen jetzt die alte noch. So, hier letzte Voodoo-Puppe rein. Ein alter Knochenschlüssel. Okay, jetzt Jumpscare bestimmt, oder? Hinter mir. Einfach dodgen. Wofür könnte der Knochenschlüssel sein? Was haben wir noch nicht gesehen? Ah, okay. Jumpscare. Ich habe was gefunden. Jumpscare. Puh!
Haben wir hier irgendwo eine versteckte Kiste gehabt? Oh, ich wünschte, wir könnten hier wirklich wieder ein bisschen Licht rein schimmern lassen. Ist vielleicht doch im Keller eine Kiste? Ich wüsste nicht, wo hier sonst eine Knochenkiste sein soll. Aber hier ist halt wirklich nichts. Ah, hier. Vielleicht muss ich jetzt raus? Nee, okay. Dann kann es ja nur oben irgendwas sein, oder? Ich kann mir hier irgendwo was aufschließen. Boah, es ist wirklich dunkel. Sehr dunkel. Hier im Bad? Nee, ne? Nee. Ach, warte mal, hier oben war doch noch eine verschlossene Tür. Die hier. Das hier wird sein. Ja. Stimmt. Ach, schön, wir haben das Ouija-Brett gefunden. Super. Ich finde es schön, dass ich hier alles mache, außer auf Mia irgendwie mal gucken, wo die so ist. Okay, und wie genau gehen wir das Ritual jetzt an, Chat? Habe ich hier irgendwie eine Anleitung mal gefunden? Nee, ne? 33. Eintrag. Every time Mia steps a few feet away from the house, she loses consciousness. We don't take her anywhere because we fear she'll die. Also jedes Mal, wenn Mia das Haus verlässt, verliert sie das Bewusstsein und die wissen nicht mehr, die nehmen sie nirgendwo mehr mit hin, weil sie Angst haben, dass sie dann stirbt. Weil sie, wenn sie ja das Haus verlässt, ihr Bewusstsein verliert. Was mache ich jetzt gerade? Spiegel rutschen? Soll ich das Ouija-Brett anfassen? Eigentlich will ich das nicht. As you can see, my mom tried everything just to help me and lift the curse. She has even spoken with spirits, at least that's what she believes. Although it's my dad who sacrificed the most. I miss him. Na gut, aber ich muss jetzt dieses Brett hier nicht anfassen. Papa hat schon alles geopfert. Wo sind die Eltern jetzt? Ui. Vier, vier. Vier, vier, fünf, eins, neun. Boom. Toll, jetzt finde ich natürlich das Ding für das Ouija-Brett. Oh, holla. Bim, bim, bim. Holla, vielen Dank für den Subgift an Mr. Max. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön für den Subgift. Ey. Ey. Danke sehr. Es gibt keine Hoffnung. Der Fluch kann nicht aufgehoben werden. Doch, weil ich spreche jetzt hier mit dem Geist. Die Sounds. Die Sounds sind eklig. So, ASMR. Wow, mein Gott! Boah, da saß die blöde Kuh hier schon ready. Um mir meine Zukunft zu sagen, so sah die aus, so sieht die alte aus. Ja gut, ich setze mich jetzt hier hin und wir quatschen. Quatschi, quatschi. You... used... you... Was? No. On. Ich bin nicht mitgekommen. Sorry. Ich hoffe, das steht ja nochmal da.
O-N-E-B-J-S. H. O-N. E. On. Das macht gar keinen Sinn, oder? Ah, die sagt One Wish. Ach so. Stimmt, O-N-E. W. I. Das ist ein I. One Wish. Ah, danke schön, Chat. One Wish. Ich hab's gar nicht geschnallt. Okay, wie kann ich dir denn helfen mit deinem One Wish? Ach, Mensch, mir, du blöde Kuh. Was hast du denn für ein Träumchen? Sag's mir doch. You're my special friend. Code, vielen Dank, dass du mitziehst und auch noch einen Sub reinschmeißt. Wir sind übelst gedroppt wegen diesen Subs, die gerade ausgelaufen sind. Vielen, 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 vielen Dank, Code, für dein Subgift an Propfer. Und Propfer, guten Abend. Hallöle. Vielen, 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 vielen Dank. Wow, das ist der zweite Hype-Drain des Abends. Vielen, 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 vielen Dank. Special Friends, Leute. Wow. Oh Gott. We will be. Ich würde mich nach Hause wünschen. Wünsche dir die Endcredits. Ja. Ich mir auch. Ist ja übelst gruselig. Was soll ich denn jetzt aber machen? One Wish, ja. Was mache ich jetzt aber mit der Info? One Wish. Jetzt ist die alte hier drüben. Und dann ist sie aber irgendwie weg. Und ich gehe jetzt bestimmt runter und farm nochmal einen Jumpscare. Naja. Ja, da ist sie doch. Oh, der müssen aber auch mal die Haare gekämmt werden, oder? Das ist ein selbst der Wuschelkopf. Mia? Vielleicht will die ihren Papa zurück. Wo bist denn du? Ah. One Wish. Was ist der eine Wunsch? Wieso sitzen die jetzt hier so gruselig? Ach du Scheiße, sieht gruselig aus. Die hat richtige Reißzähne bekommen. Wartet mal, ihr seht das gar nicht so gut, oder? So, also jetzt habe ich sie hier übers hell. Jetzt schaut euch die mal bitte an. Oh, wartet. Was ist denn hier passiert? Sicher ganz eine Liebe. Ja, ja. Das ist die Mia. Super. Okay, guck mal, wir machen es ein bisschen runter. Ist schon ein sehr dunkles Game. Okay, was ist denn dein Wish? Ist das die Liste für einen Weihnachtsmann? Also. Mama hat gesagt, ich soll dich wegen diesem Gedicht fragen. Also habe ich eins geschrieben. I see you, fervent wish to flee. Alice, I comprehend yet grieve. One wish fulfill and soon you see. A shell unravel clear belief. Gather crimson blooms, stray the woods to where my father's grave abides. Ah, der Papa. Lay flowers there as kindness should, my curse forbids, my soul abides. Will you fulfill this one wish of mine? Will you take flowers to my dad's grave? Ich sag doch, die will ihren Papi zurückhaben. Natürlich lege ich da Blumen hin. Wenn das alles ist? Na klar! Take them to the girl's father's grave. Natürlich! Ja, das mache ich doch. Ich muss erstmal noch ein paar rote Blumen finden. Die ist so gruselig. Die hat übelste Reißzähne. Kackt die gerade? Ich weiß nicht. Vor allem, die hätte ja selber mal rote Blumen pflücken können, oder? Alles klar. Okay, alte Hexe. Hier, ich brauche mal rote Blumen. Kannst du mir helfen? Ah, guck mal, wir können raus. Hey, da draußen ist hier doch riesige Jumbo-rote Blumen. Ich komme jetzt hier bloß nicht raus gerade.
rechts vor links, wirklich düst hier an mir vorbei. Ich sehe hier halt wirklich gar nichts. Geht's denn hier noch raus? Hier vorne irgendwo. Vielleicht muss ich doch ein bisschen heller stellen. Ist schon ganz schön düster hier alles, du. Ha, wie komme ich jetzt aber darüber? Weil es ist ja hier alles verschlossen. Ich sehe da draußen die Blumen. Aber ich komme hier nicht raus aus dem Haus. Wartet mal, ich mache es hier doch mal ein bisschen heller. Ich sehe wirklich nichts. So, das ist jetzt hier die höchste Stufe. Hä? Naja, gut. Wie soll ich denn aber hier jetzt da rauskommen? Vorne? Ist halt auch zu. Oder finde ich die schon in der Wohnung irgendwo gepflückt? Ich glaube kaum. Naja, gut, dann gehe ich nochmal oben gucken. Warum auch immer, aber wenn ich hier nicht rauskomme. Oh, vielleicht in dem Kinderzimmer. Vielleicht hat die da schon rote Blumen stehen. Für Papa. Oder wir springen einfach aus dem Fenster. Nee. Oder hier. Ah, guck mal, die schreibt immer noch. Wo soll ich hier rote Blumen herbekommen, wenn nicht aus dem Garten? Dass hier auch kein Licht mehr geht, ist ein bisschen ätzend. Hä? Ach, hier ist eine Taschenlampe jetzt auf einmal. Wow. Wow. Naja, hier sind Red Flowers. Super. Okay, habe ich gefunden. Kann ich ihr jetzt bringen? Warum finde ich aber jetzt eine Taschenlampe? Kann ich hier noch irgendwo hingehen jetzt? So ein bisschen erkunden? Nee. Kleine Erkundungstour draußen. Okay, jetzt ist halt wirklich hell. Ne? Jetzt kann ich wieder ein bisschen runterstellen. Sonst. So. Ach, guck mal, hier ist offen. Ach, wir können hier sogar lang gehen. Werde ich mich hier hart verlaufen? Ja, oder? Oh, ich glaube, ich sollte noch gar nicht lang, Chat. Nee, ich gehe zurück. Ich glaube, hier müssen wir gleich nochmal hin. Da brüllt auch jemand übelst im Wald. Hey, jetzt komme ich nicht wieder rein. No way. Ach so, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und das Spiel will jetzt auch, dass ich das durchziehe anscheinend. Super. Wer weint denn hier so? Es ist so dunkel. Irgendwie eine Verbrennung, oder? Als wären hier Leute verbrannt. Find the grave in the forest. Hä, wartet mal, ich habe gerade voll was geskippt. Ach so, nee, ich soll das auf Vaters Grab legen. Ich soll es nicht unten hinlegen, ne? As dawn breaks and shadows flee, the curse transfers set both souls free. Ja, okay, hier, Blume. So, light the candles. Hier pennt ihr Papa. So. Die hätte mal mitkommen können zu ihrem Vater, oder nicht? Hier.
To lift the curse from one's soul, two must make a pledge. One giving life, the other the curse they'll hatch. Ach so, man muss ja wieder schön Opfer bringen. Jemand muss sich das Leben nehmen, das ist super. Place flowers in the vases on the grave. Hier. Ich fühle mich nicht wohl. Ich sterbe es bestimmt, oder? Ich bin das Opfer. Meine Haut, es fühlt sich so an, als würde ich sie verbrennen. Was passiert mit mir? Ja doch, wir opfern uns gerade. Oh nein. Kann ich das hier irgendwie aufhalten? Ah, doch, ich glaube, wir haben uns gerade geopfert. Hey, moin! Hallöle. Das ist also ihre Katze hier. To lift the curse from one soul, two must make a pledge. One giving life, the other the curse they'll hatch. A written vow to aid with desire fulfilled. 1 minute spent at night in the curse-bound house is chilled. As dawn breaks and shadows flee, the curse transfers set both souls free. A soul given, a soul embraced in the dance of fate. Curses intertwine like night and day, intertwine like fate. The witch bears witness as time flows like verse when the magic ritual fulfills and the curse dissipates in the hands gentle traverse. Okay, also der Fluch, der geht dann weiter zu einer anderen Person, um zwei Seelen, dass sie dann frei sind. A soul giving, a soul embraced. Richtig? Verstehst du das richtig? Ich glaube ja. Curses intertwine like night and day, intertwine like fate. Schön. Naja, warum liegt hier eine Hühnerkralle? Soll ich jetzt hier was unterschreiben? Like you probably guessed, I agreed to lift Mia's curse and Mia returned to being a normal girl. Her mom just left with her. Congratulations on your courage and sacrifice, young man. Also wie du schon geahnt hast, habe ich beschlossen, Mias Curse zu liften. Ich weiß nicht, sowas wie aufzulösen. Und Mia ist jetzt wieder ein normales Mädel. Sie ist gerade mit ihrer Mutter weg. Glückwunsch für deinen Mut und deine Opfer, junger Mann. Toll, jetzt bin ich aber cursed. Jetzt, oh Gott, jetzt lacht die so gruselig. Jetzt bin ich das Opfer. Und Mia geht's wieder gut. Das war auch ein blöder Deal jetzt eigentlich, oder? Die ist übelst gruselig. So, naja, gut. Soll ich mich jetzt hier daneben setzen, oder? Oh mein Gott, und ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Bist du noch am Anfang? Dass es meine Verantwortung ist, auf Mia aufzupassen. Scheiß Jobangebot gewesen. Cool. I accept the sacrifice. From now on, your soul is mine. You become cursed. You will never die, but your body will slowly turn into ashes and dust. You will experience slowly throughout eternity what I experienced when I was burned at the stake as a young witch. 1492. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein neuer Vertrag. Also ich akzeptiere die Opfer. Von nun an gehört meine Seele dir. Du bist dann halt cursed, du bist verflucht, du wirst niemals sterben, aber dein Körper wird langsam in Aschen verwandelt werden und Staub. Du wirst erleben slowly eternity. Ich weiß nicht, was das heißt. Also ich werde quasi das erleben, was sie damals erlebt hat, als sie verbrannt wurde, als eine Hexe im Jahr 1492. Aber warum?
Also wieso bin ich jetzt wieder der Böse? So, hä? Niemals einen Job annehmen, wo man auf Kinder aufpassen muss, genau. Cool. Guck mal, wie die grinst. The end. Oh, jetzt sind wir cursed, Chat. Aber hey, Kind gerettet. Kind gerettet. Wow. Das war aber... Ich muss sagen, das war ein sehr gutes Game für, ich glaube, wieder 4 Euro oder so habe ich bezahlt. Also die Hexe sah jetzt nicht gruselig aus, aber... Ich fand es gut. Man, nicht die 0815 Story, genau. Ich war kein betrunkener Vater. Die Mutter hat sich nicht das Leben genommen. Die Eltern haben diesmal wirklich versucht, ihr Kind zu retten. Also die Sounds waren auch krass. Also ich fand, das war ein gutes Game. Also klar, die Hexe war jetzt nicht so vom Jumpscare gruselig, aber die Atmosphäre war heftig. Und die Story war auch... war gut.